Ich kann jeder sagen, aber Wer sagt wir? Ist ein Film über das Verhandeln zwischen Eigennutz und Solidarität, über Gemeinschaft, aber auch das Abhandenkommen von Gemeinschaft, der Verlust von Gemeinschaft. Und vor allem ist es ein Film über die demokratische Idee und welche Mühen aufgebracht werden müssen, damit diese Idee einerseits vermittelt wird, aber andererseits in einem mehr symbolischen Sinne aufgebracht werden muss, damit diese Idee erhalten bleiben kann. Wir waren während dem Dreh eigentlich immer sehr konzentriert, weil die Schulstunden so kurz waren. Deswegen kann ich mich ehrlich gesagt nur an sehr konzentrierte Episoden erinnern und habe erst dann im Schnittraum, als ich das ganze Mal drei nochmal gesichtet habe, sehr oft sehr viel lachen müssen und war oft auch sehr gerührt und beeindruckt von den Jugendlichen. Das heißt, wenn ich jetzt so zurückblicke, es gab nicht so dieses eine Erlebnis, was wahnsinnig lustig war, aber was insgesamt schön war, war, dass ich einen Einblick in den Arbeitsalltag meiner Schwester bekommen habe, dass ich auch mitbekommen habe, wie aufreibend dieser Beruf sein kann und mit wie viel Idealismus und Enthusiasmus man doch was in die Gänge setzen kann, dass sich Dinge auch verändern können. Und ja, dadurch, dass der Schulort, wo diese Schule ist, auch mein früherer Schulort ist, bin ich natürlich auch so eine kleine Zeitreise angetreten und habe dann in den Pausen dort Pizza gegessen, wo ich früher Pizza gegessen habe, und den Schulpark wieder gesehen, und das Gebäude war mir halt auch bekannt. Und das war für mich eine besonders schöne Erfahrung, da zurückzukommen und mit einem anderen Blick drauf schauen zu dürfen. Ja, das ist gerade gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich in Vorbereitung von einem Filmprojekt bin und gerade sehr viele Filme schaue, die in diese Richtung gehen und die inspirierend für das Projekt sein könnten. Und dann hat es eigentlich nie so wirklich einen All-Time-Favorite bei mir gegeben. Aber wenn ich jetzt so in den letzten Jahren denke, dann waren, glaube ich, Filme oder Filmemacherinnen, die mich besonders beeindruckt haben, Alice Rohrbacher, Filme von Céline Sciamma, aber auch von Chantal Ackermann oder von Lucrezia Martel.